Zeuge Friedrich Herrmann, Deutschland, Angestellter 63 Jahre, 146. Verhandlungstag, 26.03.1965. Amt nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Herr Herrmann, ist es richtig, dass Sie einmal als Polizeireservist im 3. Polizeibataillon 91 gewesen sind? Ja. Wo waren Sie da, wo haben Sie da gelegen? Im Raum Bialystok-Wolkewicks. Im Raum Bialystok. Ja. Ist es richtig, dass Sie dort einmal den Auftrag oder den Befehl bekommen haben, an einer Exekution von Juden teilzunehmen? Ja. Wollen Sie uns bitte das einmal schildern, wer Ihnen den Befehl gegeben hat und wie das ausgegangen ist? Ja, wir mussten antreten und wurde uns erklärt, dass 20 Mann benötigt werden zu einem Exekutionskommando. Und der Kompanieführer erwartete freiwillige Meldungen, die aber nicht erfolgten. Er wurde dann dringlicher und frug noch einmal, aber es kam also kaum etwas, es stand vielleicht ein, zwei, die so zögernd die Arme hebten. Sich also, gemeldet haben. Dann, ja, dann sagte er, so geht es nicht weiter, dann muss ich bestimmen. Vor mir war jetzt ein Reservist, ziemlich stark. Ich versuchte mich hinter dem Mann zu verstecken. Und diese Bewegung hat er nun gesehen und frug, wer ist das, wer war das eben? Musste ich Dienstgrad und Namen sagen. Und da fing er bei mir an. Also eins, zählte die 20 Mann, die er gebraucht hat, ab. Und nachdem nun die Männer feststanden, habe ich mich zu Wort gemeldet und habe erklärt, dass ich dies nicht ausführen könnte. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Daraufhin macht er so eine Bemerkung, als wie, da wäre ich nicht mehr wert, als selbst dahingestellt zu werden. Aber ein Vorgesetzter von mir sagte ihm etwas ins Ohr, das konnte ich nicht verstehen. Aber ich nehme an, der hat mich sehr gut gekannt, dass er gesagt hat, das kann der Mann nicht. Und sagte, ja, der muss aber härter werden. Ja, die nötige Härte hat er noch nicht. Und da hat er mich als Gewehrschütze dann eingeteilt, Sperre 1. Sperre 1, das ist also direkt vor dem Loch. Und wollte mir also nach dem Spruch, gelobt sei, was hat macht, ne, wollte mir die nötige Härte beibringen. Also es ist mir sonst nichts passiert. Ich habe also am Menschen nicht erschossen. Ja. Welchen Dienstgrad hatten Sie damals? Ich hatte damals einen Dienstgrad Rottwachtmeister. Hauptwachtmeister? Ja. Oder? Rottwachtmeister? Ja. Rottwacht? R-O-T-T. War das so ungefähr wie Unteroffizier bei der Wehrmacht? Ja, das kommt dann kommt Wachtmeister und dann Oberwachtmeister. Ja. Ja. Der damalige Kommandeur hieß wie? Hauptmann Ahrens. Und was war das, der Bataillonskommandeur? Nein, das war der Kompanieführer. Der Kompanieführer. Ja. Und Sie sagten, einem Vorgesetzten hätte er was gesagt oder der Vorgesetzte hätte ihm was gesagt. Was, ja, wer war das? Ein Vorgesetzter, das war, glaube ich, Polizeimeister Neubauer, soviel ich weiß. Polizeimeister. Ja. Und Polizeimeister, der stand im Rang eines Wachtmeisters oder Oberwachtmeisters? Nein, der stand Meister, der stand schon, das ist schon bald Offiziersrang. Aha. Ja. Und Sie waren damals bei dem 3. Polizeibataillon 91. Jawohl. War das Ordnungspolizei oder Sicherheitspolizei? Ja, also Sicherheitspolizei. Sicherheitspolizei. Ja, ja, ja. Und was bedeutet das Gewehrführer 1 oder Sperre 1? Als Sperre 1, das bedeutet, sollte nun so ein Mensch in der Todesangst nun wegspringen. Von diesen zu erschießenden Leuten? Ja, ja, ja. Und dann hätte ich die Aufgabe gehabt, auf diesen Mann zu schießen. Ah. Das sind drei Sperren, sind das. Sperre 1 ist ganz vorn, dann sonst will ein Meter weiter, kommt die zweite und dann noch weiter. Und was für Leute waren das, die da erschossen wurden? Das weiß ich nicht. Und war das ein Gefangenenlager oder war das, Sie sagten, vor dem Loch?
Ja, die sind schon, also wie die Leute dahin kamen, also ich muss mich jetzt erst mal erinnern, ja, da waren die, glaube ich, mit den Waren schon da und kamen dann so, wie sie gebraucht, immer 10 Mann. 10 Mann? 10 Mann, 10 Schützen. Und wenn das erledigt war, kamen die nächsten 10. Mhm. Ja. Ist noch eine Frage seitens des Gerichts, seitens der Staatsanwaltschaft, Herr Rechtsanwalt Ormond, Herr Rechtsanwalt Rabe, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, die Verteidigung, Rechtsanwalt Göllner. Herr Zeuge, welche Uniform haben Sie getragen damals? Eine graue oder eine grüne? Eine grüne. Also waren Sie bei der Ordnungspolizei und nicht bei der Sicherheitspolizei? Ach so, das weiß ich nicht. Den Unterschied habe ich nicht gekannt. Sie wurden aber vorhin gefragt, ja. Zu welcher Formation das Polizeibataillon 91 gehört hätte. Ja, die Ordnung aufrechtzuerhalten in den Gebieten da, ne? Also war es Ordnungspolizei. Sind dort weitere Erschießungen von Juden durchgeführt worden in der Folgezeit oder war das der letzte Fall einer Exekution? Das kann ich nicht sagen. Ich war nur bis 42 in diesem Raum. Wie lange? Ich bin dann ins Lazarett gekommen und von der Einheit weggekommen, Gott sei Dank. Könnte man den Zeugen noch fragen, ob ihm ein Befehl bekannt war, dass die Ordnungspolizei zu solchen Aktionen nicht hinzugezogen wurde? Herr Kollege Rabe unterstellt hier etwas Falsches. Ich habe gesprochen vom BDO, KDO und habe nicht also von den selbstständigen Einheiten wie Polizeibataillon und Polizeiregimenter gesprochen, die in einem anderen unterstellten Befehlsverhältnis eben waren. Das hat er vorhin nicht gesagt. Ich habe meinen Beweisantrag vorgelesen und hier ist er dort. Wenn keine Fragen mehr sind von Seiten der Angeklagten, keine Fragen und keine Erklärungen mehr abzugeben, Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören.